Hallo Freunde der Imkerei. Ja, ich habe ja am Wochenende habe ich ein Video gedreht mit Umlarven von Bienen. Meine GoPro hat sich verselbstständigt, hat dann die ganze Geschichte in Zeitraffer aufgenommen. Deshalb mache ich das Umlarven jetzt nochmal. Ein Bekannter hat mich gefragt, ob ich ihm ein paar Edelzellen geben kann. Die mache ich jetzt fertig und die larve ich ihm um. Was brauchen wir zum Umlarven? Wir brauchen zum Umlarven jüngste Maden, also keine Eier. Wir eiern nicht um, wir larven um. Eier haben so eine zarte Zellmembran, die würden wir zerstören damit. Ja, wie gesagt, wir larven um, jüngste Maden. Ich nehme eigentlich immer gern bebrütete Maden oder bebrütete Zellen so rum. Bebrütete Zellen, da kann man die Larven besser drin erkennen. Ich verwende von Nikot die Umlarvbecher, wenn ich umlarve. Nikot, Jender ist eigentlich alles irgendwo. Ich finde das Schöne hier dran, man kann das Nikot hier in die Wabe reinstechen. Da ist eine kleine Spitze, ein kleines Dreieck. Da kann ich die Nikot in die Wabe reinstechen, wenn ich umweisele mit Edelzellen. Ja, dann habe ich noch, wir sind ja keine 18 mehr, so eine Lupe für den Kopf, damit man sich ein besseres Bild machen kann. Und wir brauchen einen Umlarvlöffel. Umlarvlöffel ist dann so etwas, leg's mal hier hin. Gibt es verschiedene Varianten. Ich verwende eigentlich den Schweizer Umlarvlöffel, weil da ist die Spitze sehr klein und grazil und ich bekomme dann immer nur die Maden mit, die ich auch haben möchte. Ja, als nächstes, ich habe ja gesagt, wir wollen eine Temperatur haben, die möglichst, ja, trockenes Wetter, aber nicht ganz und gar so warm, keine großartig pralle Sonne. Problem ist, die Maden, die halten eine Zeit lang aus. Es gibt Stimmen, die philosophieren, wir wollen feucht umlarven. Das heißt, ich mache aus irgendeiner Zelle, suche mir eine Schwarmzelle, mache da Gelee Royal raus, fülle mir die in ein Weißelnäpfchen. Hat aber eher das Problem, dass die Made mir da drin ertrinken kann. Und die Menge Futtersaft, die ich mir mit dem Löffel mitbekomme, reicht vollkommen aus für 1-2 Stunden. Wie gesagt, soll nicht zu warm sein. Je kühler das es ist, desto besser ist das für die Zelle. Die entwickelt sich nicht ganz und gar so stark. Aber ich kann halt dann da reinstellen und mache ein feuchtes Tuch oben drüber, damit ich keinen Feuchtigkeitsverlust habe. Der ist viel schlimmer, wenn die Made austrocknet. So, also ich laufe jetzt hier um, suche mir jüngste Maden raus. Hier haben wir schon eine. Wie gesagt, der Schweizer Umlarvlöffel ist so gearbeitet, dass ich nur die Zellen mit oder die Maden mitbekomme, die das richtige Alter haben. Ich halte es mal hier hin, beziehungsweise ich zeige euch dann den kompletten Schälchen nochmal. Nummer 2 haben wir auch. Wenn ihr beim ersten Mal die Made nicht bekommen habt, lasst es sein, nehmt eine andere. Zu viel an den Maden rum manipulieren ist nicht gut für die Made. So, und dann legen wir die Zelle oder halten uns den Weißelnapf hier hin, streichen im Prinzip einfach nur die Made da rein ab.
Nummer 5. Nummer 6. Wir drehen jetzt die Wabe noch mal rum. Wie gesagt, der Schweizer Umlauflöffel. Hat die Größe. Die Größe, dass wirklich nur die jüngste Made mitgenommen wird, ist die Made schon zu groß. Habt ihr mit dem Löffel gar keine Chance mehr, die Made zu erwischen. Wir wollen ja Maden haben, die so jung sind wie möglich. Ja, auch die ist drin. Könnt ihr noch mal schauen. Da sind jetzt die Maden drin. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wie gesagt, wir wollen die vor Austrocknung schützen. Also legen wir jetzt ein feuchtes Zewa-Wischen weg drauf. Hat halt wie gesagt nur den Sinn und Zweck, die Maden können nicht austrocknen. Und das war es eigentlich schon. Das Umhängen von der Geschichte habe ich euch ja erklärt. Ich mache jetzt die Mittelwand wieder in das Volk rein. Und wenn das im Volk hängt, dann fahre ich nach Günsterode und laufe beim Markus um, hänge die Maden rein. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend, je nachdem wann ihr schaut. Frohes Fest, guten Rutsch. Arrivederci, Paul.